Dinglich. Erstes. Mir ist richtig warm. Servus, grüß euch. Willkommen bei Kult mit Mike und Roman. Und heute ist das Thema bei der Macht von Grayskull. Wir zeigen euch nicht nur unsere Schwerter, sondern auch das vom He-Man. Ja, ganz besonders das vom He-Man. Ja, genau. Und zwar wir, oder der Mike bemalt, besser gesagt, He-Man. Und zwar gemounteter He-Man von Aken Studios aus dem jetzigen Crowdfunder auf der GameFund-Kampagne vom jetzigen Brettspiel. Lass dich inspirieren für alle Brettspieler, Tabletopler und Eternia-Fetischisten, Fans, wie auch immer, back to the roots und zurück zur Kindheit, sage ich jetzt einmal. Und richtig. Mal schauen, wie das für euch wird. Bis gleich. Bis später. Gut, dann waren wir jetzt bei unserem ersten Schritt. Wir haben diesen Mini schon vorab ein bisschen geputzt, weil es ja Resin ist im Endeffekt. Genau, aber das ist ganz wichtig, nur wenn man Resin verwendet, vorher ordentlich waschen. Wegen dem Restfett, weil dann die Gefahr einfach viel zu hoch ist. Dass die Farbe nicht halt, oder die Grundierung in dem Fall. Genau. Ah, voll. Haben das Ganze dann mit unserem Grundierungsspray mit der Airbrush grundiert und fangen jetzt an eigentlich mit der ersten Grundfarbe. Genau, welche nimmst du? Grün in dem Fall. Wir werden jetzt die Battle Cat halt einmal diese Fellfarbe auftragen mit unserer Airbrush. Ich habe vorab schon mit dieser Farbe von Army Painter die Airbrush bestückt und habe da eine Verdünnung hineingetan, die was wir uns selbst angemischt haben mit diesem Aero Color von Schminke. Ein bisschen Wasser noch dazu geben. Und wichtig ist, dass das Ganze dann eine milchige Konsistenz hat, wenn ich es in meiner Airbrush drinnen habe. Und wenn ich das mit dem Pinsel zum Beispiel aufziehen würde, da in diesem Tank, dann soll ich das trotzdem nur hinunterrinnen und soll ich nicht zu starr sein. Dann Probespray machen und das war das Ganze. Und jetzt Let's Fets. Wirklich, da kann man dann gut ausprobieren, die Übungen mit dem Träger. Nicht auf einmal in einem Gang sozusagen Ganze durchsprayen und nicht zu viel Farbe auftragen, einfach nur leicht und langsam. Und dann sieht man auch schon, wie sich die Farbe schön deckend aufbaut. Wichtig ist ganz deckend. Das Ganze schaut dann so aus. Und das war es dann im Endeffekt mit dem ersten Schritt. Jetzt sage ich das nur genauer vielleicht ein bisschen. Okay, du musst wählen He-Man oder Skeletor. In was für einer Hinsicht? Ja, du musst einfach wählen, ohne irgendeine Hinsicht. Links oder rechts? Links ist He-Man, rechts ist Skeletor. Schwierig. Nein, eigentlich nicht. Nee, dann wähle ich Skeletor. Genau, wie schon gut. Das heißt, du nimmst He-Man. Gut, wir machen das jetzt einfach und besprühen im Endeffekt die ganze Battle Cat mit diesem Grün. Genau. Und sehen uns dann im nächsten Schritt. Genau, das heißt grundsätzlich alle Grundierungen einmal durchgemacht und dann gibt es noch ein bisschen Shortcuts dazwischen, wo ihr seht, wie die Grundierungen im Verlauf des Videos rennen und dann beim nächsten wichtigen Schritt kommen wir wieder. Sind wir wieder da. Zu einer kurzen Instruction. Bis gleich. Bis gleich.
So, wir haben jetzt alle unsere Grundfarben auf das Mini aufgetragen mit der Airbrush und haben gleich ein bisschen mit Highlights gespielt. Das heißt, genau. Wir haben drei verschiedene Grüntöne benutzt, einfach den dunkleren Grünton mit der Airbrush in die Vertiefungen lassen, beziehungsweise auf der Unterseite des Modells. Genau. Und je höher, also beziehungsweise je oberflächlicher das Ganze am Mini war, desto heller sind wir geworden. Bei der Hautfarbe haben wir genau dasselbe gemacht. Relativ dunkelgrund grundiert mit einer bräunlichen Farbe und sind dann einfach immer heller geworden bis zu fast einer Pastellfarbe, wo wir wirklich dann von oben auf das Mini gesprayt haben. Und das Ganze haben wir natürlich dann auch mit der roten Farbe gemacht. Und dann haben wir unsere Metallic-Grundierungen gemacht. Das machen wir einfach mit einer silbernen Farbe, weil wir das im nächsten Verlauf dann mit Washes ein bisschen dunkler tuschen werden. Genau. Das Ganze machen wir jetzt. Jetzt kommt es eben zu dieser Shading- bzw. Blending-Phase, wo wir einfach diese Partien, die einfach vertieft sind, von den erhabenen Stellen abgrenzen möchte. Und für das mixen wir uns jetzt unsere ganzen Tuschen. Das machen wir vorzugsweise mit Contrast Paints mit unserer Wet Palette und verdünnen das Ganze dann ein bisschen und das seht ihr jetzt im nächsten Schritt. An was orientieren Sie wir noch? Vielleicht zur Info. Einerseits natürlich an Artwork. Hemen gibt es in unterschiedlichsten Variationen, Kolorierungen. Es gibt da ein ganz tolles Werk eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man es sieht. The Art of the Masters of the Universe. Da gibt es so ein bisschen den Grayscale-Farben für die richtige Farbe. Ansonsten, so wie der Mike sagt, see your next step. Ja, wir akzentieren oder akzentuieren, ich weiß jetzt gerade, akzentieren, gell? Akzentilitieren. Jetzt die Haut. Akzentologe. Du machst die Haut schöner. Ja.
Gut, Freunde der Blasmusik. Nach anstrengenden Stunden, ist das Mini endlich fertig. Genau, wie ist der Gang dabei? Möchtest du irgendwas sagen? Außer, dass der vielleicht warm ist. Ja, weil wir einfach so mit der Materie verbunden sind, habe ich mir gedacht, ich mache das Mini schon auf einem sehr hohen Niveau. Ich meine, das könnt ihr euch dann selber beurteilen. Es sind einige Schritte, die da schon ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Erfahrung. Ja, es war schon ein erweitertes Painting, oder? Es war jetzt nicht so, dass du sagst, das ist für einen Anfänger, so fair muss man schon sein. Nein, gar nicht. Es sind aber, man muss sagen, so Basic-Techniken schon dabei. Aber für mich war an dem Mini nicht wirklich viel zum Malen. Also nicht wirklich mit Pinsel das typische Malen, sondern eher viel mit Airbrush und viel mit Shades, und das Ganze hat sich eigentlich selber dann relativ gut herausgehoben. Das Einzige, was ich wirklich gemacht habe an Edge-Highlight, war die Rüstung, die Rode von der Battle Cat, vom Gringer, und ein paar Sachen an der Haut. Der Rest hat sich eigentlich aufgrund vom Flow ergeben. Ne? Genau, das muss man auch sagen. Das ist auch ganz wichtig nebenbei. Es ist nie so, dass man sich fix was ausmacht. Genau. Und da einen roten Faden folgt, sondern man probiert einfach auch ganz viele Sachen aus, was auch voll okay ist. Und natürlich spürt sich das dann drauf ein, was einer selber dann für Fähigkeiten hat, was er drauf hat, was er für Techniken machen kann, glaube ich. Ist immer genau, und ich glaube, es ist auch ziemlich cool gewesen, weil eigentlich ist es letztendlich so, dass du sagst, okay, du meinst ja in deiner Ruhe, ich schaue nebenbei ein paar Bilder, vielleicht ein bisschen zur Referenz, du sagst, okay, passt's nicht. Mhm. Würde man es noch anders machen, ist eigentlich sehr spannend gewesen. Ja. Obwohl es, ich meine, es ist letztendlich 1:06, mega die Anmerken. Aber es ist trotzdem auf ein mehr als wie aus einem hohen Niveau. Wir zeigen euch das. Ihr werdet das Ganze dann auch als Fotos ins Video draufgehängt kriegen. Genau. Es hat schon einen sehr, sehr, sehr hohen Standard, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich war noch mehr gegangen. Aber irgendwann muss man dann auch sagen. Irgendwann muss man sagen, es ist genug. Aber es hat definitiv was im erweiterten Painting dann schon getan. Genau. Ja, kurz nur, dass wir über das Thema auch noch sprechen. Wie sind wir zu dem ganzen Mini gekommen oder was bewegt uns dazu? Die berühmte Motus-Serie anzumalen oder irgendwie, warum sind wir mit den Spielen in Verbindung gebracht worden? Das war eigentlich der Roman. Ich meine, Fans sind wir schon immer. Ja, ich glaube, es gibt keinen, der was nicht Fan ist davon, oder? Ja. Das kann man gar nicht sagen. Es ist ja jetzt letztendlich Gott sei Dank die Lizenz mehr oder weniger ordentlich aufgekommen für ein ordentliches Brettspiel, wo man halt sagt, okay, da kommen richtig schöne, geil, fette Miniaturen aus, eben wie gesagt jetzt den Crowdfunder auf Gamefound von Arkane Studio, der zweite wird von Cool Minionaut sein, aber es ist natürlich Nostalgie. Ne? Genau, also wir sind mit dem aufgewachsen. Und ich glaube, es stellt sich auch gar nicht die Frage für mich, ob das Spiel letztendlich gut ist oder nicht. Nein, gar nicht. Ich will die Spielfiguren. Ja. Ist schlimm, ne? Oder gut, je nachdem. Mhm. Aber letztendlich, um die Spielqualität geht es mir eigentlich wirklich gar nicht. Es ist schon einfach schön, in der Vitrine dann letztendlich so ein bisschen die Kindheitserinnerung wieder zum Stehen haben und somit auch wieder vielleicht ein bisschen zum Leben erwecken. Genau, ja. Ich glaube, das ist der Hauptaspekt oder genau, der gute Beigeschmack bei der ganzen Geschichte. Einfach, dass sie aufrechterhalten und ein bisschen in Verbindung bleiben mit genau den Sachen, die man von früher oder in Kindheitstagen genau gern gehabt hat. Ansonsten hoffen wir, dass Arkane Studios ordentlich noch Minis Assi hat. Wir freuen uns schon auf den Print-Release quasi von dem Game. Wir sind natürlich dabei beim Crowdfunder. Und wir sehen uns tatsächlich beim nächsten Painting, und ich nehme mal an, es könnte vielleicht sein, dass das auch was mit Moto zu tun
haben kann. Aber nicht mehr so lang. Vielleicht länger. Na. Und es ist vielleicht nicht mehr so warm. Ja, weil es hat gefühlte 40 Grad im Studio. Unterm Tisch. Oberm Tisch gar nicht zu sprechen davon. Na, Scherz beiseite. Herzlichen Dank für Zeit, Geduld. Wir würden uns über Feedback freuen, über Kommentare, Likes, Abos in irgendeiner Art und Weise. Ansonsten sehen wir uns next time. Schöne Grüße, King and Best Regards aus Eternia. Für dich. Aber. Schaut den Nöwe nur mehr. Wie viel denn nur? Also, das taugt mir so.